heute einen super spannenden externen Gast live aus Taiwan zugeschaltet, den Sascha Pallenberg, mit dem wir über die zwei Riesen-Buzzwords, nämlich Digitalisierung und Nachhaltigkeit, sprechen möchten. Und ich würde vorschlagen, Sascha, stell dich doch gern einmal selbst vor. Ja, mein Name ist Sascha Pallenberg, der sogenannte Chief Awareness Officer bei Aware. Aware ist Deutschlands erste Nachhaltigkeitsplattform. War davor 4 Jahre lang in der Unternehmenskommunikation beim Daimler als Leiter für digitale Transformation. Und davor habe ich 20 Jahre lang genau über selbiges geschrieben, nämlich über Technologien. Habe unter anderem einen Blog gestartet. In Deutschland nannte sich Mobile Geeks. Ich glaube, das war ganz, recht bekannt. Und habe mich dann auf das Abenteuer Konzern eingelassen. Ich wohne seit über, du hast es schon angesprochen, zugeschaltet aus Taipeh, der Hauptstadt Taiwan. Ich lebe seit über 12 Jahren hier. Und mein großer Antrieb ist zum einen nicht nur die digitale Transformation, sondern auch die nachhaltige, weil ich glaube, dass das eine oder das andere überhaupt nicht möglich ist. Das Thema Nachhaltigkeit haben wir heute tatsächlich zum ersten Mal hier, dass wir das besprechen wollen. Mich würde interessieren, was weiß ich, wenn ihr jetzt in eine Grundschule kommen würdet und da werdet ihr gefragt von den Kids, was ist denn für dich Nachhaltigkeit, für dich persönlich? Wie würdet ihr das kurz und knackig so einem Grundschulkind erklären? Nachhaltigkeit ist all das, was wir heute tun, was darauf einzahlt, dass wir auch in der Zukunft, das heißt, wenn ihr in die Schule kommt, wenn ihr studieren geht, wenn ihr in Zukunft arbeiten geht, noch auf einem Planeten leben können, der uns all diese wunderbaren Schönheiten liefert, all diese Artenvielfalt und Diversität, all die Möglichkeiten bietet, im Winter Schlitten zu fahren und im Sommer ins Meer zu springen. Und von daher euch in Zukunft nicht einschränken wird, etwas nicht machen zu können, was ihr heute noch tun könnt. Halte das immer für sehr, sehr wichtig, weil ich glaube, dass gerade Kinder, so wie sie aufwachsen, ein sehr, sehr feines Gespür dafür haben, was Natur auch ist und Natur sein kann. Ne? Das sind die ersten Affinitäten, die man entwickelt in Bezug auf die Tierwelt. Das sind die ersten Faszinationen, wenn man mal in ein Einmachglas auf eine feuchte Watte eine Bohne legt, die dann entsprechend keimt. Ne? Das ist ja für Kids, wenn sie das zum ersten Mal alles erleben dürfen, das sind durchaus magische Momente. Und je älter wir werden, gehen uns diese verloren. Das heißt, diese sehr, sehr simple und sehr, sehr einfache Blick auf die Zusammenhänge in der Natur schaffen eine Leidenschaft für selbige. Und diese Leidenschaft benötigen wir in dieser Generation, um sie dann auch in Zukunft zu nachhaltigen und bewussten Teilen unserer Gesellschaft heranwachsen zu sehen, die fundamental mit dem Gedanken aufwachsen, dass wir auf einem verdammt abgefahrenen, tollen, schönen, faszinierenden Planeten leben und dass wir das auch in Zukunft gerne noch machen möchten. Ja, bei mir geht es in die gleiche Richtung, die auch Sascha erwähnt hat. Nachhaltigkeit bedeutet für mich, dass meine Kinder und meine Kindeskinder, meine Enkel, hier auf diesem Planeten das Leben so genießen können wie ich und die Erfahrung machen können wie ich. Und das ist sehr persönlich. Also wir selber sind verantwortlich, dass wir unseren Kindern und Kindeskindern wirklich einen intakten Planeten hinterlassen. Und noch nie war die Diskussion so groß, dass das im Moment schwieriger wird. Umso wichtiger ist, dass wir auch wirklich handeln. Und das ist für mich Nachhaltigkeit. Konsequent, dass jeder seine eigenen Konsequenzen auch daraus zieht, weil im Prinzip sind wir alle dafür verantwortlich. Manche haben größere Hebel, manche haben kleinere Hebel, aber am Ende des Tages hat jeder einen Hebel. Und das muss uns klar sein, ja, dass wir die auch nutzen, in dem, wo wir sie nutzen können. Oft heißt es ja, nachhaltig leben, das muss man sich erstmal leisten können. Also vor allem, glaube ich, mit Blick irgendwie auf Klamotten, auf Ernährung.
Kann es da sein, dass die Digitalisierung Nachhaltigkeit vielleicht einfacher macht? Also, oder wie kann da Digitalisierung den Zugang zur Nachhaltigkeit vielleicht erleichtern oder was niederschwelliger machen? Was meint ihr? Ich glaube, du sprichst so eine ganz wichtige Urban Legend an, dass Nachhaltigkeit teuer sein muss. Ich glaube sogar, dass es das Gegenteil der Fall ist. Irgendwann muss man sich mal die Frage stellen, kaufe ich mir zum Beispiel ein Kleidungsstück, was vielleicht während des ersten Kaufimpulses und dann, wenn ich es dann auch besitze, vielleicht erstmal in der Anschaffung teurer war. Ich es dafür dann aber 10-mal so oft in die Waschmaschine schmeißen kann, ohne dass es dann auf einmal auf Kindergartengröße zurechtgeschrumpft wurde. Oder kaufe ich in der Zeit 10-mal was extrem Günstiges. Ich bin ein Freund von Qualitätsprodukten. Ich bin ein Freund von einer nachhaltigen Investition in meinen Konsum. Und ich bin ein Freund von Dingen, die ich auch lange behalten kann. Und in Bezug auf die Digitalisierung gibt es da eine ganze Menge Möglichkeiten. Ich glaube, die Art und Weise, wie wir Wertschöpfungsketten im Moment visualisieren, ist kaum greifbar für Menschen. Ja, also wenn wir irgendwo etwas kaufen, dann steht da vielleicht dran, was es kostet, vielleicht wo es herkommt und vielleicht auch, wenn es Kleidung ist, wie es waschen soll. Aber da steht ja nicht, wie wurde das produziert? Wie wurde das verschifft? Welchen Energieaufwand gab es dabei? Welcher Fußabdruck ist dadurch entstanden? Da sehe ich wahnsinnig viel Potenzial in Zukunft, auch wenn wir uns irgendwann mal dazu durchringen müssen, über CO2-Ausgleiche in vielleicht so Bonus-Malus-Systeme hineinzukommen. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass Labels digitalisiert werden können, ich mit meinem Smartphone da dran gehen kann und sehr, sehr schnell sehen kann, okay, diese Jeans hat jetzt einen CO2-Fußabdruck von 50 Kilo. Wahrscheinlich viel, viel mehr durch das Wasser und so weiter bei so einer Produktion. Wenn du jetzt die kaufst und du hältst die über 10 Jahre, dann bekommst du bei uns irgendwelche Punkte oder so, ne? Also ich glaube, da sind wir ganz am Anfang. Solche Sachen funktionieren ja ganz, ganz wunderbar mit Payback-Systemen, wo ich persönliche Daten abgebe. Aber hier sehe ich, dass Digitalisierung ein Vorreiter sein kann, zu zeigen, was nachhaltige Prozesse sind und mir als Konsument genau einfach auch zu erklären, was kaufe ich da, was mache ich da mit mir, was esse ich da, was kommt letztendlich auch in meinen Körper rein. Und ich glaube, da sind wir echt immer noch ganz am Anfang. In Bezug auf Transparenz kann Digitalisierung eine ganze Menge schaffen. Ja, vielleicht, wenn man den Spruch hört, Nachhaltigkeit muss man sich leisten können, dann kann man schon sehen, in der einzelnen Kaufentscheidung, Produkt versus Produkt, ist ja erstmal richtig, dass das Thema nachhaltige Produkte teurer sind. Also wenn ich jetzt sagen wir mal, ein Bio-Huhn mir kaufe oder ein Industriehuhn, da sind unterschiedliche Preise. Und da könnte man sagen, ja, das stimmt, ne? Man muss sich das leisten können. Ich glaube, dass das Thema Nachhaltigkeit aber nochmal einen Schritt weiter geht und es eher die Frage ist, was möchte ich denn wirklich machen? Also was leiste ich mir überhaupt? Muss täglich Fleisch auf den Tisch kommen oder eben nicht? Kann ich nicht auch mal da meine Essgewohnheit ein bisschen ändern? Muss ich nicht auch also im Prinzip muss ich meinen Konsum in Frage stellen. Wie viel muss ich überhaupt haben, um glücklich zu sein? Und ich glaube, dann ist die Frage, dass nachhaltig eher günstiger ist, weil ich nachher weniger konsumiere. Das ist ja auch schon mal angesprochen worden, weil ich eben nicht alles brauche und alles haben muss. Und dann, wenn ich weniger konsumiere, kann ich das, was ich konsumiere, kann ich mir dann auch in einer nachhaltigen Form leisten. Also davon bin ich überzeugt. Ich glaube, dass Digitalisierung eine Riesenchance ist. Natürlich kostet Digitalisierung auch immer Strom und Rechenkapazitäten. Aber das schönste Beispiel mit dem Reisen und der Videokonferenz sieht man eigentlich sehr schön, wie wir quasi Distanzen überbrücken können. Ja? Und das gilt ja nicht nur, ob ich jetzt, sagen wir mal, irgendwo in Europa rumfliege. Das kann ja auch mit dem Auto in eine andere Stadt sein. Wir haben einfach viel mehr Möglichkeiten, uns virtuell zu vernetzen. Wir haben die Möglichkeiten, mit diversen Technologien auch Verschwendung zu minimieren, sei es jetzt Wassersensoren oder sei es eben diese Stromsensoren. Ja, ich kann da wirklich eine Menge einsparen und kann damit nachhaltig,
agieren. Und deshalb ist Digitalisierung für mich einer der größten Motoren und kein Widerspruch zur Nachhaltigkeit. Und Sascha, du sozusagen mit nochmal Blick über den Tellerrand, was rätst du oder wo sagst du, wo sind die größten Hebel bei der Digitalisierung für Unternehmen mit Blick auf die Nachhaltigkeit? Grundprinzip der digitalen Transformation ist ein Nachhaltigkeitsgedanke. Wenn ich Prozesse digitalisiere, mache ich das vor allen Dingen, um selbige effizienter zu machen. Effizienter in Bezug darauf, wie viel Zeit sie benötigen, wie viel Man- und Women-Power wir dafür brauchen, um sie umzusetzen und natürlich auch, wie viel Energie und vielleicht auch, wie viel monetären Einsatz wir bringen müssen. Und da erleben wir natürlich eine entsprechende Effizienzsteigerung durch die Digitalisierung. Das heißt, das ist eigentlich Nachhaltigkeit. Das eine funktioniert nicht ohne das andere. Im Gegenteil, ich glaube, wir haben eine wunderbare Chance, die digitale Transformation mit der nachhaltigen Transformation in Einklang zu bringen, zu erklären, die Vorteile dadurch auch aufzuzeigen. Und letztendlich kontinuierlich zu optimieren. Denn das ist ja kein Projekt, was wir mal vor 3, 4 Jahren angefangen haben und in 2, 3 Jahren abschließen werden. Nein, das ist eine kontinuierliche Optimierung. Es gibt ein schönes japanisches Wort, das Kaizen. Das kommt aus dem Toyota Production System, als Toyota Ende der 70er Jahre durch die sogenannte Just-in-Time-Production eigentlich die globale Automobilindustrie, die so etwas zuvor nicht kannte, vor unglaubliche Aufgaben gestellt hat, wo die Automobilhersteller in den USA und in Europa sich dachten, meine Güte, wie kriegen die das in Japan so hin? Kaizen bedeutet eigentlich so viel wie Wandel, Veränderung ist gut. Eigentlich beschreibt es die lebenslange Optimierung, das lebenslange sich verbessern und vielleicht auch das lebenslange Lernen. Und ich glaube, wenn wir uns alle zurückerinnern, wie das war, als wir Kinder waren, und wir gingen in die große Pause in unserer Schule und der beste Freund, die beste Freundin hatte irgendetwas Neues. Das waren die spannendsten Minuten, die wir erlebt haben. Alles das, was neu war, haben wir aufgesaugt. Und je älter wir werden, so häufiger sehen wir Veränderungen als einen Angriff auf unseren Status quo an. Wenn wir so ein kleines bisschen uns wieder zurückversetzen in unsere Kindheitserinnerungen und wie spannend das war, die Welt zu entdecken, wie spannend es war, Neues zu entdecken, dann bin ich mir sicher, dass die digitale Transformation in Firmen, intern, bei den Kollegen und Kolleginnen etwas ist, was so wahnsinnig spannend ist, was Spaß macht, was uns einen ganz anderen Purpose gibt in unserem Job und in unserem Leben und was final einfach auch zeigt, was wir alle zusammen imstande sind zu schaffen, nämlich gemeinsam die wohl wichtigste Aufgabe in der Menschheitsgeschichte zu bewältigen. Und das ist genau, nämlich den Klimawandel zu bekämpfen. Und den haben wir alle vor der Brust. Und dafür brauchen wir auch die digitale Transformation. Welche Technologien begeistern euch aktuell am meisten eben mit dem Blick auf die Nachhaltigkeit? Und was ist da vielleicht in Zukunft auch noch was Größeres, was da auf uns zukommt? Glaube, es ist sehr, sehr schwierig, sich da eine einzelne Branche oder eine einzelne Industrie rauszupicken. Die digitale Transformation, ebenso wie die nachhaltige, schafft viel mehr Schnittmengen, branchen- und industrieübergreifend, als dass wir es in der Vergangenheit erleben durften. Und diese schafft auch wiederum neue Innovationen und neue Technologien. Ich glaube, dass wir wirklich ganz am Anfang stehen, eines durch auch in Zukunft neue Technologien, die dazukommen, lebenswerteren, nachhaltigen Wandel und Planetens. Das fängt zum Beispiel vielleicht mit Mobilität an. Ja, also ich lebe hier in einem, der Großraum Taipeh hat 8,5 Millionen Einwohner.
Ich bin ein riesengroßer Autofan. Ich würde niemals auf die Idee kommen, hier mit dem Auto durch die Gegend zu fahren. Ja, ich habe direkt eine autonom fahrende Bahnlinie direkt hier vor meinem Haus, wo ich mit einer NFC-Karte bezahle und nicht mehr irgendwas ausdrucken lassen muss und komme perfekt von A nach B, inklusive kostenlosem Wi-Fi in den Zügen. Das ist ein ganz, ganz wunderbares Erlebnis. Ich glaube, die Art und Weise, wie wir Energie erzeugen. Und das ist für mich sowieso das Fundament der nachhaltigen und der digitalen Transformation. Die zwei Energiefundamente, die es gibt. A, die Energie, die wir benötigen, um unsere Gesellschaften und Industrien am Laufen zu halten. Und ich glaube, da sind wir wirklich auf einem richtig guten Weg. Es gibt tolle Beispiele, auch aus Deutschland, die wir da vorgelegt haben. Deutschland war mal Weltmeister in der Solarbranche im Rahmen des 100.000-Dächer-Programms. Ich hoffe, sowas bekommen wir wieder hin. Auch der Ausbau von Windenergie wird stark getrieben. Auch da geht noch mehr. Aber auch die Energie, die wir in unseren Körper packen, damit wir laufen können. Und da müssen wir uns darüber unterhalten, wie unsere Nahrungsmittelkette abläuft, wie wir anbauen. Es gibt gerade zwei, drei spannende Bereiche, wo wir sehen können, dass zum Teil Unternehmen weiter sind als Politiker beziehungsweise als Administration. Ich möchte als Beispiel gerne mal Aldi nennen, die bis 2030 sagen, wir möchten ganz gerne von Billigfleischkonzepten runterkommen. Ebenso aber auch Rewe, die den Supermarkt der Zukunft anders denken. Das heißt, Energieerzeugung auf dem Dach über Solar, vertikale Farmen innerhalb des Supermarktes, unter dem Supermarkt, wo dann entsprechend Gemüse angebaut werden kann. Es gibt da tolle Beispiele, zum Beispiel auch aus Berlin, Aquaponik-Kulturen, das heißt sind Kreislaufsysteme, wo man frischen Fisch, der in Berlin Mitte gezüchtet wird, kaufen kann, übrigens dann auch gleich mit dem Basilikum, das Teil dieser Kreislaufstruktur ist. Es gibt so viele tolle Beispiele, inspirierende Beispiele, die uns zeigen können, dass wir müssen eigentlich gar nicht warten auf die Technologie der Zukunft, sondern viele Dinge haben wir bereits. Wir müssen sie einfach umsetzen. Und wenn wir wissen, dass es die gibt, dann werden wir auch schneller durch selbige motiviert und inspiriert, sie als Teil unseres Lebens werden zu lassen. Also ich glaube ganz, ganz stark daran, dass eine einzelne Technologie gibt, genauso wie es keine einzelne Branche geben wird, die uns als Nachhaltigkeits- oder Transformationschampion auf einmal auffallen wird. Wir können das nur zusammen schaffen. Da brauchen wir ganz einfach alle, da brauchen wir jede Branche, da müssen wir zusammen begreifen, dass wir ja alle in einem Boot sitzen und da müssen wir genau das erstmal. Naja, ein Angriff auch auf unseren Status quo vielleicht ist, weil wir uns denken, oh, wir können das und jenes dann nicht mehr in Zukunft machen, als etwas begreifen, was eine Chance, diesen Planeten nachhaltig zu verändern und eine Chance, euren Kids, euren Enkelkindern einfach genau das zu hinterlassen, was wir uns selber von unseren Großeltern genauso gewünscht hätten. Sehr gut, Sascha, ist eigentlich schon das Schlusswort. Vielleicht noch von der Technologie. Ich greife mal eine heraus, weil die mir wirklich immer persönlich Freude macht und auch noch auf die Nachhaltigkeit einwirkt. Und das ist das Thema wirklich Kommunikationsplattformen zusammen mit einem richtig schönen, gut funktionierenden mobilen Netz, dass ich arbeiten kann, wo ich will und was ich will. Wann ich will. Ich kann unheimlich schnell Leute treffen, egal wo auf der Welt. Also es verschwinden gerade so die Räume, ja, ob man jetzt mit dem Silicon Valley oder mit China spricht, Oder man Taiwan? oder Taiwan, das merkt man gar nicht mehr. Und das macht die Technologie. Und dieser Mobilaspekt, dass ich quasi jederzeit entscheiden kann, wann ich jetzt beruflich mal klein bin und wann ich privat mal klein bin und das über den Tag komplett in einem Rhythmus reinplanen kann, das gibt mir natürlich eine unheimliche Flexibilität. Ich hatte kürzlich eine Videokonferenz, da ist wirklich einer stehen geblieben, das hat man auch gesehen, hat sein Handy ans Auto gestellt, hat den Hintergrund weggemacht und saß in dem virtuellen Büro. Ja, der war irgendwohin unterwegs
Und er konnte mitmachen, hat kurz gestoppt, hat die Videokonferenz gemacht und dann ging es weiter. Und diese Flexibilität, die ist schon Wahnsinn. Plus, ich glaube schon, die Businessreisen werden deutlich weniger werden. Wir müssen uns immer noch persönlich treffen, das glaube ich auch, aber in deutlich geringerer Frequenz. In der Hinsicht nachhaltig, digital und dann auch noch flexibel und gut für einen persönlich. Und das fasziniert mich nach wie vor.